Hallo, liebe Harmonika-Freunde. Ich bin der Chris Reinhardt und ihr könnt heute mit mir hier in der Musikschule Wettenberg, Harmonikaschule, eine Schnupperstunde miterleben. Ja, hallo, freut mich erstmal, dass du zu mir gekommen bist und dich für die Harmonika interessierst und mit mir eine Schnupperstunde gemeinsam machen möchtest. Ja, es freut mich auch. Ich habe von dir gehört und möchte von dir sehr viel dazu lernen. Gerne. So, die Harmonika ist ja ein diatonisches Instrument, ja. Und das bedeutet, dass sie auf Zug und Druck verschieden ist. Ja, wenn ich jetzt eine Taste drücke und ziehe, ist es der Ton, und wenn ich drücke, ist es der Ton. Ja? Und die Harmonika hat noch einen großen Vorteil gegenüber dem Akkordeon. Wir haben die Helikon-Bässe. Ja, ja. Der Bass ist etwas Tiefes. Ja. Ja, das ist die Bassseite. Hier machen wir die Begleitung. Und hier auf der Diskantseite machen wir die Melodie. Gut. Ja, bei der Harmonika ist es so, dass viele Leute Angst haben, Zug und Druck. Das ist bestimmt so schwierig. Ja. Die Harmonika lässt sich am besten vergleichen mit der Mundharmonika. Ja. Und ich kann ganz einfach mit zwei Fingern oder hast du ein Feuerzeug oder irgend sowas? Ich bin nicht Raucher, aber ich habe etwas anderes. Ach, du hast einen Autoschlüssel. Ja, mit dem geht's auch. Mit dem geht's auch sehr gut. Ja, also man kann jetzt hier mit einem ganz normalen Autoschlüssel kann man schon wunderbar Lieder spielen und das klingt immer gut. Ja, zum Beispiel. Ja, super, fantastisch. Sehr interessant. Demo. Ja, klingt immer gut, gell? Sogar mit einem Autoschlüssel. Genau. Ja, wir spielen mit einem Fünf-Finger-System und ich spiele deswegen mit fünf Finger, weil ich fünf Finger habe. Hätte ich jetzt 46 Finger, ja, könnte ich auf jede Taste einen Finger legen, ja. Und ich bräuchte gar nicht mehr die Finger zu versetzen. Ja, das wäre schon ein großer Vorteil, das haben wir aber nicht. Ja? Und wir spielen nach der Griffschrift. Und die Griffschrift zeigt mir, welche Tasten ich drücken kann. Ja, und das hat nichts mit der normalen Notenschrift zu tun. So, jetzt legen wir mal die Finger hin. Die Fingerhaltung ist das Wichtigste. Ja. Wir haben ja hier den markierten Gleichton. Da legst du jetzt mal den Finger drauf. Und jetzt legen wir mal schön auf jede Taste legen wir mal einen Finger drauf. Genau, und der kleine ist ein bisschen kürzer. Jawohl, ja. Prima. Ja. So sollen die Finger immer liegen. Und jetzt machen wir mal die erste Übung. Ich mache sie dir mal vor. Ja. Mit dem Daumen geht's los und wir drücken. 1, 2, 3. Hochheben und der zweite Finger. 1, 2, 3. Und hochheben, der dritte Finger. 1, 2, 3. Ja, probierst du mal. 1, 2, 3. Und hochheben, zweite Finger. 1, 2, 3. Hochheben. 1, 2, 3. Hochheben. 1, 2, 3. Hochheben. 2, 3. Und ziehen, fünfte Finger. 2, 3 und vierter Finger. 1, 2, 3 und dritter. 1,
zwei, drei. Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei und drücken. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Prima. Tja, so beginnt es. So geht's los, jawohl. Man kann mit dieser einfachen Lernmethode das Spielen auf der steirischen Harmonika erlernen. Man braucht keine Noten lesen zu können und das ist der große Vorteil. Wie du siehst, geht es jetzt einfach nur ums Anfangen und das Wichtigste bei der ganzen Sache ist die Freude und die Begeisterung an der Musik. Erfüll dir deinen Traum vom steirischen Harmonikaspiel.